Dieses Jahr 2020 ist in der Tat ein besonderes, denn es wird darauf ankommen, dass wir schon gleich zu Beginn die Weichen richtig stellen, damit wir in 2030 in einem Deutschland leben, so wie wir es heute haben und wie wir es dann eben auch erhalten wollen. Ein wirtschaftlich starkes Land, ein Land, das genügend Geld erwirtschaftet, um auch solidarisch für die in der Gesellschaft da zu sein, die schwächer sind. Ein Land, das kreativ ist, das innovativ ist. Ein Land, das seinen Platz in der Welt hat, nicht nur wirtschaftlich, sondern das auch, etwa wenn es um die Verteidigung geht, in der NATO, in der Europäischen Union seine Aufgaben wahrnimmt. Wir sind heute hier im Stift Tilbeck. Warum ist dieser Ort so besonders zur Botschaft Deutschland 2030? Weil zu Deutschland 2030 das Thema Zusammenhalt gehört. Und hier im Stift Tilbeck leben vor allen Dingen Menschen mit Behinderungen sehr eigenständig zusammen. Hier findet aber auch zum Beispiel große Fortbildung statt von Lehrerinnen und Lehrern, insbesondere im Montessori-Bereich. Also hier begegnen sich sehr viele unterschiedliche Menschen. Und das ist genau die Situation, die wir uns für Deutschland 2030 auch wünschen.